Ja, Glückwunsch an Atletico fürs Weiterkommen und Glückwunsch an Ihren Torwart, Oblak. Ich glaube, er hat heute ein Riesenspiel gemacht und viele Möglichkeiten, die wir dann gehabt haben, klare Möglichkeiten auch mit vereitelt. Und das war das Problem heute, dass wir uns nicht in die Dynamik reingefunden haben und aus dieser Außenseiterposition uns rauswinden konnten. Aber ich muss der Mannschaft trotzdem ein großes Kompliment machen. Sie war von der ersten Sekunde an absolut im Spiel, ebenwürdig und hat versucht, aus einer guten Kontrolle heraus immer wieder Nadelstiche zu setzen. Wir hatten dann in den ersten Minuten zwei klare Tormöglichkeiten. Das hat uns heute gefehlt, um den nächsten Schritt zu machen. Dann natürlich in der zweiten Halbzeit eine Vierfachchance, auch zu einem guten Zeitpunkt. Hätten wir auch noch Zeit gehabt, um dann auch den nächsten Schritt und auch mehr Risiko gehen zu können. Aber wie gesagt, wir müssen letztendlich jetzt das Ergebnis so respektieren. Wichtig für mich war als Trainer, dass wir heute gesehen haben, dass wir die nächsten Schritte gemacht haben mit der Mannschaft im Vergleich zum letzten Spiel auch in der Bundesliga und die Mannschaft vieles sehr, sehr gut auch umgesetzt hat und wir diesen Weg auch weiterhin verfolgen werden mit allem, was wir haben.